Es gibt eine Sache beim Holzwerken, da muss man einfach tierisch aufpassen, dass man dadurch nicht das komplette Projekt ruiniert. Das ist eine Sache, die tut jeder, aber ich glaube, so extrem viele Gedanken macht man da sich nicht so jedes Mal. Das ist ein Thema, worum es heute geht. Ich werde dazu ein passendes Projekt bauen und später werde ich natürlich das Ganze aufklären, worum es in dem Fall geht. Bleib unbedingt am Projekt dran, das sieht cool aus, das macht Spaß zu bauen und das ist langfristig eigentlich schon fast ein Must-Have für deine Werkstatt, wenn du das Ganze längerfristig machen willst. Bleib am Video dran, wir fangen sofort mit dem Projekt an. Für das heutige Projekt brauchen wir irgendwas als Unterkonstruktion. Benutze ich ja Multiplex dafür nicht ganz so gerne, weil es einfach im Einkauf so teuer ist. Aber hier haben wir ein Stück. Ja, ich denke, das können wir dafür opfern. Das hier ist jetzt noch ein reines Längsschnittsägeblatt. Das werde ich tauschen durch ein Kombiblatt, denn heute werden wir ein bisschen Plattenmaterial bearbeiten, ein paar Längsschnitte, ein paar Querschnitte. Und damit ich da halt eben nicht zu oft das Blatt zwischen Längs- und Querwechsel, werde ich einmal ein Kombiblatt einsetzen. Immer wenn ich ein Sägeblatt tausche, schaue ich direkt hier unten einmal rein, da sammeln sich immer so ein paar Holzreste. Okay, ist ganz schön voll. So sieht übrigens das gereinigte Sägeblatt ein paar Wochen später aus. Das habe ich bis jetzt noch nicht benutzt. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Sieht doch wirklich aus wie neu, wenn das hier nicht zu sehen wäre. Da war einmal ein Klemmer im Holz, aber das schneidet jetzt definitiv noch mal ein gutes Stück besser. Ich will das Brett jetzt erst einmal ein bisschen schleifen, um zu schauen, ob ich das wieder schick geschliffen bekomme. Weil hier unten haben wir so einen leichten Wasserschaden, weil vor ein paar Wochen hat es bei mir in die Halle reingeregnet. Das probieren wir jetzt erst einmal aus. Das Ganze hat super funktioniert. Die Multiplex-Platte sieht fast aus wie neu. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Holz nehmen wir? Wir haben viel schönes Holz. Wir haben jetzt hier Hölzer liegen, wie zum Beispiel Esche. Das hier müsste eine Tanne sein, eine sibirische Lärche. Hier haben wir eine Eiche. Unten haben wir Buche, oben haben wir noch Eurokirsche. Aber ich denke hier dieses Stück, das ist eh ein bisschen verrissen. Und das ist auch nicht mehr so lang. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir es heute in Eiche. Die Dicke passt dafür nämlich auch. Schneiden wir es einmal grob zu. Weil wir hier so viele Fehler drin haben, werde ich es ein bisschen länger zuschneiden als sonst. Normalerweise sage ich immer 5 cm Überstand. Weil wir aber, wie gesagt, so viele Risse haben, machen wir es ein bisschen länger. Also geben wir dieses Mal 10 cm Übermaß. Falls ihr euch fragt, was ich hier markiere, ich habe mittlerweile nur noch 2 bzw. 3 Stifte in meiner Tasche. Einmal der Pika Dry und einmal der Pika Fine Dry. Den haben wir vor ein paar Wochen ins Sortiment genommen. Ich packe euch mal den Link in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch noch an diesen Arbeitsbereich erinnern? So vor ein paar Wochen hat der so nicht ausgesehen. Der Langbandschleifer war nämlich noch in der Holzwerkstatt. Ich verlinke euch mal oben rechts ein Video im Eck. Da könnt ihr euch die gesamte Werkstatt anschauen. Ihr habt ja hier gerade einen kleinen Ausschnitt gesehen, wie das hier vor ein paar Wochen ausgesehen hat. Ich bin total glücklich, wie ich das Ganze hier umgeräumt habe. Schaut unbedingt mal bei der Werkstatttour vorbei, da werdet ihr massive Unterschiede feststellen. Nur als kleine Info, das hier ist noch Blockware, die hatte ich über. Die hat sehr, sehr viele Haarrisse drin, deswegen hobeln wir hier ein bisschen mehr weg. Im Onlineshop ist andere Blockware, die ist rissfrei, das heißt, die hat keine Trocknungsrisse in der Oberfläche, nur so am Rande, damit er das einmal nicht miteinander verwechselt. Die können wir jetzt einmal herrichten. Wobei, ich sehe gerade was, will ich euch gerade noch zeigen. Hier neben mir seht ihr nämlich ein Produkt, das ist recht frisch im Online-Shop. Das sind Zippo-Hölzer. Daraus könnt ihr schöne Möbel bauen, wie zum Beispiel hier aus dieser besäumten Blockware. Und was ich euch nämlich hier beim letzten Mal nicht gezeigt habe, sind hier diese Kanteln. Da könnt ihr wunderbar was draus drechseln. Die sind 65 x 65 mm und 70 cm lang. Falls die 70 cm Länge nicht reicht, haben wir jetzt auch die 1 Meter Länge im Sortiment. Bedeutet, wenn ihr längere Stücke braucht, dann haben wir auch das jetzt in 65 mm dicker Zippo-Blockware. Absolut geiles Holz, schön gleichmäßig, lässt sich sehr, sehr gut bearbeiten, schleifen und alles, was dazugehört, haben wir jetzt im Online-Shop. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn wir uns das Holz ein bisschen genauer anschauen, sehen wir, dass wir immer eine gute Seite und eine schlechte Seite haben. Das ist die gute Seite und auf der schlechten Seite haben wir jetzt in dem Fall sehr, sehr viele Ausrisse und man sieht viel deutlicher die Waldkante, weil die auch hier ein bisschen schon kaputt ist.
Hier haben wir auch eine gute und eine schlechte Seite. Die ist zum Beispiel schlecht wegen dem großen Ast. Dreht man die allerdings rum, sehen wir, dass die Seite doch nicht gut ist, weil wir hier noch den Ast weiterhin sehen. Und da bekommt man nicht so viel rausgeschnitten. Das heißt, da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir genügend Material rausbekommen. Das sollte aber passen. Das bedeutet, jetzt schneiden wir uns Streifen raus und gucken erstmal, ob wir auf unsere Menge kommen, ob diese beiden Brettchen hier auch überhaupt reichen. Die Gleisen, die wir gerade hergestellt haben, haben ja im Prinzip nur eine Funktion. Wir möchten hier sowas wie einen Rahmen bauen, also sowas wie einen Bilderrahmen, und deswegen brauchen wir hier noch einen Falz, den werden wir direkt hinten einmal anfräsen. Ich habe hier einen Andrückbalken, der kommt erstmal aus dem Weg, dann kann ich mich jetzt meine Höhe einstellen. Da haben wir hier auch im Onlineshop hier so ein Höhenmesswerkzeug, da stelle ich das Ganze einmal auf, ja, 9 und ein bisschen ein. Ich habe hier unten eine Feineinstellung, da drehe ich das Ganze jetzt so lange hoch, bis ich meine Höhenlehre berühre. Und jetzt habe ich das Ganze ganz exakt eingestellt. Die Phasen sind auch schon ratzfatz fertig. Jetzt müssen wir mal hier den Längsschlitten auf 45 Grad einstellen. Und da haben wir hier eine Skala, da haben wir hier die 45. Die ist tatsächlich recht genau. Aber wir sehen ja, ob wir das Ganze gleich alles nochmal neu machen müssen. Das haben wir schon mal, würde ich sagen. Irgendwas geht nicht so auf. Man nennt es auch Denkfehler, ne? Ich zeige euch mal meinen Fehler. Hier oben sieht schon echt gut aus. Da unten hatte ich aber den Denkfehler. Ich zeige es euch mal. Moment. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. Ich habe jetzt hier die Kante markiert. Hier. So, wie es hier markiert ist. Schön. Aber was halt eben nicht passt, wenn jetzt das andere Stück kommt. Ich muss natürlich diese Kante innen markieren. Das mache ich dann jetzt mal. Und dann schneiden wir es nochmal neu. So, und jetzt seht ihr, wie das Ganze wunderbar nicht passt. Irgendwie habe ich, glaube ich, immer noch einen Denkfehler. Weil jetzt ist es immer noch zu, also jetzt ist es zu kurz. Vorher war es zu lang. Hätte ich genau in der Mitte schneiden müssen. Ich glaube, da habe ich jetzt aber echt eine Knacks in der Birne. Also schneide ich jetzt einfach meine Grundplatte ein bisschen kleiner, damit das Stück noch lang ist. Manometer, das hat maximal lang gedauert. Da will ich mir mal was überlegen, dass ihr das vielleicht auch ein bisschen einfacher nachmachen könnt. Egal. Im Prinzip könnten wir jetzt unseren Rahmen miteinander verleimen. Aber eine wichtige Sache wegen der Oberflächenbehandlung will ich jetzt direkt machen, weil die Teile lose sind. Und zwar ist das hier so eine Messingbürste. Das Coole ist halt eben, die ist breit, die ist lang. Damit kann man auch Tischoberflächen, kann man wunderbar von Hand bürsten. Braucht man keine Maschine und man hat ein bisschen mehr Kontrolle über das Werkzeug. Und damit bürste ich jetzt einfach mein Holz. Hier wird es jetzt nicht ganz so deutlich vom Staub, den man hinten rausstaubt oder rausbürstet, aber so wird einfach die Struktur so ein bisschen offener, und wenn wir das Ganze später ölen, ist die Haptik viel, viel geiler, weil das Öl besser einziehen kann, weil die Poren dann einfach nicht mit dem Schleifstaub verschlossen sind. Das sieht man übrigens hier ganz schön, da ist kein Schleifstaub dran. Jetzt bürste ich das Ganze mal. Wenn ich jetzt mit dem Finger drüber gehe, seht ihr, dass ich den Schleifstaub bei den Fingern habe. Wenn man das dann so gegen das Licht hält, dann sieht man das auch regelrecht. Aber noch deutlicher wird dieser Effekt, wenn man das Ganze später ölt. Und wenn man da ein Vergleichsstück hat, merkt man wirklich, aha, da haben wir eine viel schönere Haptik, weil es halt eben gebürstet ist. So als kleiner Tipp. Das Ding ist, die gibt's, ich habe sie fast nirgendwo gefunden. Und ich bin derzeit noch in Klärung, vielleicht gibt es sie bald im Onlineshop. Schreibt mal gerne mal in die Kommentare, ob sowas hier für euch relevant wäre. Ich bin absoluter Fan von. Und das ist halt eben sowas, das kann man in einem Video nicht so gut rüberbringen. Aber wann immer ihr etwas zu Hause baut, ist ja meistens das Erste, was dann euer Besuch macht. Ah, schön. Und da wird es halt eben deutlich. Man muss das halt eben fühlen. Im Video kann man es nicht fühlen. Aber deswegen spreche ich es halt eben einmal an. Ja, jetzt ist recht simpel. Jetzt packen wir da einfach ein bisschen Leim und ein paar Schraubzwingen drauf.
So, das Ganze hat jetzt genügend Zeit über Nacht zu trocknen, also können wir mal die Schraubzwingen abnehmen. Haben wir jetzt hier natürlich noch so ein bisschen Leimüberstand, den werden wir einmal fix wegarbeiten. So, unser Rahmen ist jetzt schon mal fertig. Das ist erstmal so das Grundding, was später alles tragen wird. Und jetzt werden wir mal das herstellen, worum es eigentlich um dieses Projekt geht. Wir brauchen jetzt waagerechte Leisten, die wir hier reinleimen werden. Und dann brauchen wir Hölzer, die wir hier reinstellen können. Und darum geht es auch später so ein bisschen. Da gehe ich natürlich noch drauf ein. Das heißt, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Eichenholz vorbereiten. Was dann später hier reinkommt, das wird unser Träger sein. Ich habe mir jetzt hier einmal alles vorbereitet, dass ich hier alles verleimen kann. Da kommt jetzt hier einfach ein bisschen Leim drauf. Ich habe mir hier die Punkte markiert, damit ich es einfach ohne Schrauben oder Nägel hier jetzt dann gleich einfach festleimen kann. Einfach einen Schuss Leim und da brauchen wir wirklich ganz, ganz wenig nur. Das verteile ich jetzt einmal mit dem Finger. Jetzt seht ihr hier eine Mittenmarkierung. Die lege ich jetzt einfach passend zu dieser Linie und kann es dann direkt festspannen. Hier in der Mitte will ich das natürlich auch noch entsprechend pressen. Da lege ich mir einfach hier einen Rohling drüber und verpresse das von beiden Seiten und dann drücke ich ja logischerweise hier drauf. Ach, das macht gar keinen Sinn, ich bin so blöd. Ich muss nur hier Klotz drauflegen und dort Klotz drauflegen und dann... Ach, bin ich so blöd manchmal. Ich wollte euch was zeigen, das hier sind eigentlich Keile, aber das brauchen wir ja gar nicht, weil da hinten den letzten müssen wir gar nicht festdrücken, weil da komme ich auch so normal mit den Zwingen hin. Das heißt, da legen wir jetzt einfach hier unsere beiden Hölzer drunter und dann drücken wir logischerweise nur auf zwei Punkte. Bei drei Punkten ist es mal ein bisschen blöd und bei zwei geht's. Vielleicht fragt sich der ein oder andere Philipp, was ist denn jetzt so das Thema von diesem Video? Ist irgendwie, du baust was, aber wo muss man aufpassen, wenn man irgendwas selber baut? Und zwar ist die Antwort eigentlich recht simpel. Es ist die Oberfläche. Man sollte immer ein Teststück machen, wenn man ein Möbel baut und packt dann eine entsprechende Oberfläche drauf. Denn es ist immer sehr, sehr unklug, wenn wir ein Öl nehmen, was wir vielleicht noch nicht benutzt haben und packen das direkt auf das Möbel, wo wir noch keine Erfahrung mit haben. Und das hier ist halt eben mein Plan damit. Ich möchte eine Wand bauen, die schön anzusehen ist, wo man sich die verschiedenen Oberflächen halt eben immer ansehen kann und man demnach dann entscheiden kann, okay, vielleicht ist es jetzt ein weiß eingefärbtes Öl, weil man die Musterung rausbürsten kann, wo das dann auch zur Geltung kommt oder vielleicht ein eingefärbtes Öl, wo das Holz ein bisschen abdunkelt. Ich habe mittlerweile nämlich auch einige Öle, die eingefärbt sind in meiner Werkstatt und da habe ich jetzt immer so ein paar Muster in meiner Werkstatt rumfliegen gehabt und das war immer unordentlich. Ich zeige euch mal was. Da haben wir zum Beispiel hier ein Stück Eiche mit ein bisschen Waldkante, ein Stück freigelassen, wo man draufschreibt, was es ist. Hier haben wir ein Stück Fichte, okay, sieht auch ganz cool aus. Wenn es jetzt ein bisschen länger her wäre, wüsste ich auch gar nicht mehr, was das ist. Und mein Plan mit diesem Projekt ist es, einfach eine Wand zu haben. Okay, das gefällt mir, was waren das nochmal? Die Karte aus Holz rausnehmen, schauen, okay, das war der Farbton und ich muss es einfach nur noch benutzen. Und ich finde auch, dass das sowas ist, was vielen Schreinereien so den gewissen Charme gibt. Man geht rein, man sieht verschiedene Holzsorten mit verschiedenen Ölen und man sieht einfach, was möglich ist. Und ich sag mal, ich habe hier eine entsprechende Werkstatt, es ist keine Schreinerei, aber trotzdem will ich für meine Projekte auch einfach immer das Bestmöglichste nehmen für das entsprechende Projekt. Das ist natürlich auch ein System, das kann man anpassen. Wir werden für die jetzige Zeit erstmal Eichenholz nehmen und ein bisschen Fichtenholz, weil ich bald ein größeres Projekt aus Fichte baue. Da will ich einmal die verschiedenen Öle, Beize und so weiter und so fort drauf sehen. Und deswegen werden wir jetzt ein bisschen Eiche und die Fichte, die noch im Nebenraum liegt, die werden wir jetzt einmal herrichten. So, wir können jetzt anfangen mit dem Grundrahmen. Da kommt ein Legnoöl farblos drauf. Ich habe meine Handschuhe leider verräumt, weil wir super viel umgeräumt haben. Deswegen mache ich es jetzt ohne Handschuhe. Bei solchen Arbeiten trage ich normalerweise Handschuhe, aber it is what it is. Bisschen schütteln und dann öffnen. Ich benutze immer normale Putzschwämme, um dieses Öl aufzutragen, weil die viel günstiger sind.
und weil das gut funktioniert. Kurz am Rande, es gibt Öle, bei dem Lignoöl farblos ist es jetzt nicht der Fall, die können sich selbst entzünden. Bei dem Pullex-Öl ist das der Fall. Deswegen sammle ich jetzt alle Lappen und bringe die raus, dass die halt eben nicht hier die Werkstatt anstecken. Für euch als Info, werft am besten immer alle Lappen raus, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Nicht, dass ihr mal Lappen vertauscht, will ich nur kurz am Rande ansprechen. Auf dem Multiplex ist der Effekt jetzt natürlich noch nicht so krass, aber auf der Eiche sieht das echt richtig schön aus. Jetzt kommen wir nämlich schon zum ersten spezielleren Fall. Hier habe ich nämlich ein Lignoöl Weiß. Auch in dem Fall wieder schütteln. Schneide jetzt meine Schwämme ein bisschen kleiner, damit ich hier nicht so viele Und da kann ich halt eben jetzt auch das entsprechende Öl nehmen. Reibe das hier in mein Holz. Was hier halt eben wichtig ist, ihr müsst das quer zur Faser verreiben, damit ihr diese Pigmente und generell auch das Öl auch wirklich in die Holzfaser reinbekommt. Ich mache jetzt auch die Stirnseiten. Da ist es nicht so relevant, nur das sieht einfach ein bisschen schicker aus, wenn das dann später im Halter drin ist. Den Überschuss reibe ich jetzt direkt weg. Kann das hier jetzt weglegen zum Trocknen. Und man sieht, wir haben jetzt schön helle Punkte in der Eiche. Jetzt kommen wir zum ersten eingefärbten Öl, das ist das Legno Color dann wie gesagt. Ein Farbton Shiitake. Das habe ich übrigens auch immer hinten drauf natürlich geschrieben, damit ich jetzt noch weiß, welches Öl das denn noch ist. Gerade wenn man so beim Thema Holzauswahl ist, wenn man sich so ein bisschen überlegt, okay, ich will das in dem Ton, aber ich will ein bisschen am Holz sparen, weil es zum Beispiel ein Projekt ist für die Werkstatt, man aber trotzdem so ein bisschen die Farbe individualisieren will, dann ist das halt eben eine schöne Möglichkeit. Denn wir erinnern uns, das hier ist Eiche und das hier ist normale Fichte. Sehen wir jetzt auch übrigens, wie es aussieht, wenn wir hier mit dem Breitband ein bisschen tiefer reinschleifen. Das sieht man hier ganz gut. Und jetzt machen wir das Ganze mal bei der Eiche. Ja, das hat gut gepasst. Hier war auch eine kleine Schleifdelle vom Breitband. Das ist aber okay. Alter, schaut mal da hinten rüber. Es ist richtig dunkel. Ich glaube, mit dem heutigen Tag hat offiziell für mich der Herbst begonnen. Weil meine Lampen derzeit im Nebenraum nicht funktionieren, baue ich das System jetzt hier provisorisch auf. Unser Träger. Schön aussehen tut er schon mal. Ah Leute, da geht doch jedes Schreinerherz auf, oder? Super geil. Also wenn ich jetzt nochmal in Zukunft ein Projekt habe und ich mir ein bisschen unsicher bin, welches Öl finde ich drauf mache, weil es halt eben viele, viele verschiedene Öle gibt. Es gibt das in allen Raltönen übrigens, dieses Lignoöl. Dann kann ich einfach mir hier noch ein Muster nehmen, pack einfach ein Öl drauf, wo ich denke, das könnte cool aussehen und versaume halt eben dadurch nicht das komplette Projekt, wenn ich es halt eben erst am Projekt ausprobiere. Leute, nehmt euch das mal zu Herzen. Es gibt richtig viele geile Öle. So ein Muster ist immer von Vorteil. Und gerade hier in der Werkstatt passt es doch definitiv zu der Einrichtung. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Video bin ich raus.